Ich persönlich freue mich natürlich auf den Fünfkraftturm am meisten. Als Vorstand vom Förderverein Fünfkraftturm liebe ich den. Das ist unser Kaufbeurer Wahrzeichen und wir sind natürlich ganz besonders stolz und freuen uns, dass wir den Fünfknopfturm seit kurzem, seit einem Jahr jetzt fast, bei Führungen der Öffentlichkeit auch zeigen können. Hier kann man also auch noch die Feuerglocke betätigen, das funktioniert immer noch. Also für mich war es was ganz Besonderes. Sie müssen sich vorstellen, ich hatte sogar einen Schulkameraden, der da drin gewohnt hat, der Peter. Und selbst bei dem durfte man nicht rein, weil die Mama von ihm halt es nicht erlaubt hat, dass er seine Schulkameraden mitbringt. Und als ich dann wirklich das erste Mal reinkam und von oben runterschauen konnte auf Kaufbeuren, das war also so ein Gefühl zwischen Stolz und es läuft einem eiskalten Rücken runter. In der neuen Gasse gibt es eine wiederhergerichtete alte Weberwohnung zu besichtigen. Und zwar besichtigt man die nur bei den sogenannten Crescentia-Führungen. Da kommt man also rein in eine zweigeschossige Weberwohnung. Unten ist der Arbeitsbereich mit einem alten Webstuhl und oben der Wohnbereich. Und diese Wohnung kann man anschauen und kann sich in etwa ein Bild machen, wie das denn zugegangen ist, wie beengt es war in der damaligen Zeit, auch zu Zeiten von Crescentia. Kaufbeuren unterscheidet von anderen Allgäuer Städten, dass Kaufbeuren eben nicht so im Mittelpunkt des Allgäuer Tourismus steht, wie zum Beispiel Füssen oder wie zum Beispiel Kempten. Gegenüber Kempten ist Kaufbeuren einfach noch etwas ruhiger und unsere Geschichte als freie Reichsstadt, die ja auch nicht jede Allgäuer Stadt hat, die wird in Kaufbeuren noch auf besondere Weise gelebt. Das Tänzelfest ist einfach was Einmaliges fürs ganze Allgäu und weit darüber hinaus. Ja, und das ist wohl einer der Hauptmerkmale und Unterscheidungspunkte hier in Kaufbeuren.